Also, Sie ritten die ganze Nacht hindurch und obwohl das schwarze Pferd eigentlich das von Andreas war, so ritt es doch Balthasar. Und Andreas ritt das Weiße. Zum Zeichen Ihrer Brüderlichkeit. Das ist gut. So kamen Andreas und Balthasar im Morgengrauen vor den Mauern von Nippur an. Balthasar, der atmete tief. Sagte, hier sind wir nun, mein Freund, und dort oben ist Lucretia. Und wenn unsere Herzen jetzt Flügel hätten. Wieso hat Balthasar denn auch die Lucretia geliebt? Wieso? Eben nicht? Ja, aber ich meine, weil du doch vorhin gesagt hast... Scheiße, Carmen, wie soll ich denn Märchen erfinden, wenn du mich dauernd unterbrichst? Ich hab dich doch nur unterbrochen, weil das... Unlogisch ist das. Ach, unlogisch, unlogisch. Früher hast du mich nie unterbrochen. Auch erfundene Geschichten müssen logisch sein. Und wenn nicht, dann muss ich dich eben unterbrechen. Also gut, ich erzähl nicht weiter. Ich hätte sowieso nicht weiter gewusst. Siehst du schon, bist du eingeschnappt? Überhaupt nicht eingeschnappt. Bloß früher. Was meinst du mit früher, früher? Was sagst du jetzt dauernd? Früher, als ob es gar nichts anderes gäbe. Nun? Gibt's noch was anderes? Ja. Also, wenn du meinst, dass das so ist? Gar nichts ist so. Doch, Johnny, der große Schießbudenbesitzer, ist total kaputt. Die Schießbude auch, ist auch kaputt. Die ist so kaputt, das ist keine Schießbude, das ist eine Scheißbude. Oder nicht? Aber Johnnys Carmen ist nicht kaputt, klar? Und zwar noch lange nicht kapiert, dass du das bloß weißt, Mr. Johnny. Es kann schon sein, dass ich kaputt bin. Nein. Komm schon, ist ja gut. Komm her, ich hol dich da schon wieder raus. Du wirst schon sehen, ich finde schon was. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich finde was und hol uns da raus, ganz sicher. Komm. Erzähl mir. Erzähl jetzt weiter, sonst kann ich nicht einschlafen. Mhm. Mir fällt jetzt nichts mehr an. Ah, die Lucy. Die ist wie eine läufige Hündin. Das ist jetzt schon die dritte Nacht. Die sind auch kaputt. Das ist doch völlig unmöglich. Wie kann denn jemand kaputt gehen, der nie ganz war? Die ist besoffen. Was du sagst über sie. Elise ist nämlich der einzige echte Mensch hier auf dem Platz. Ah, das ist sie nämlich. Sei vorsichtig. Ja. Okay. Kommt gerade so weit. Was ist? Bin auch nicht zur gleichen Zeit. So sagt man. Und du leck mich am Arsch! Na sowas bringt das der Johnny jetzt auch schon nicht mehr. Die können einem richtig leid. Geh, helf ihnen, sonst werden die nie fertig. Nein, nicht von allein. Nur wenn Carmen fragt. Damit sie weiß. Es ist aus Freundschaft. Ein Spinner bist du, Capone, und doch der Tun hoffnungsloser. Nur freundlich. Ein Mensch braucht nicht Mitleid, er braucht Freundschaft, sonst wird er nämlich klein, der Mensch. Da brauchst du dich nicht zu ängstigen, dass die Carmen mal klein wird. Kaiserin Carmen. Das glaubt ihr doch noch, wenn sie mal ganz unten ist und Luftballons verkaufen muss, die Kaiserin. Genau das ist sie. Eine Kaiserin. Ich
Ich möchte bloß mal wissen, was ich falsch gemacht habe im Leben. Dass das noch keiner von mir gedacht hat. Vielleicht hätte ich doch mal einen umbringen sollen. Wenn du noch ein Wort sagst. Es war doch nicht so gemeint, Capone. Hast schon recht. Da kommt sie, deine Kaiserin. Ach, Pretty, sieht so aus, als wärt ihr fertig. Kannst du vielleicht, hast du was dagegen? Kannst du Capone einen Moment entbehren? Ich glaub schon, sind ja genug da. Capone! Capone! Kannst du mal bei denen aushelfen? Du hast schon wieder keine Leute gekriegt, stimmt's, Carmen? Ich hab mir das schon gedacht. Na, dann gehe ich mal eben. Mhm. Andiamo, Carmen, la mia donna bellissima. Das hat er zu mir noch nie gesagt. Ja, weißt du, Pretty, du bist eben nicht so schön wie ich. Hm? Wenn du eines Morgens aufwachst und bist so tot wie die Mager, brauchst du dich nicht zu wundern. Ich bin schon da. Pass auf, ist schwer. Kannst du dich auch mal helfen? Mein kleines Hühnchen hat Durst. Muss was trinken, hier. Hört auf mit eurem blöden Hühnchenspiel. Die säuft sich noch tot dabei. Capone, du solltest ihr kein Geld mehr geben. Das ist doch alles, was sie hat. Säuft sich glücklich. Richtig. Sie säuft sich glücklich. Sie trinkt, weil sie einfach unheimlich blöd ist. Halt's Maul, Simone. Glück verstehst du doch überhaupt nichts. Ach was, Papperlapapp. Wieso redet ihr zwei nicht wie normale Menschen? Du solltest deine Seele nicht verstecken, Carmen. Ich brauche nichts verstecken. Alles, was ich will, ist, dass diese elende Scheißbude bis 12 abgebaut ist und wir fahren können. Herr Thelma, sei lieb und nimm dich diesmal ein bisschen zusammen, ja? Was redest du denn da, verdammt nochmal? Ich bin doch immer sehr nett zu dir. Oh, Carmen, es würde mich so unendlich glücklich machen, wenn Johnny nur noch dieses eine Mal... Oh. Schließlich zieht sie uns ja auch, oder? Ohne Helma wären wir doch... Ja, ohne Helma sind wir gar nichts. Und ohne Pretty sind wir auch nichts. Ach, Johnny, ich hab so satt, immer von anderen abhängig zu sein. Aber es ist wahr. Carmen! Carmen! Oh, Carmen. Ich wollte... Es würde mich unendlich glücklich machen, wenn Johnny... Ich hab einfach gedacht... Helma, ich kenn den Text. Also, ich wollte nur wissen, ob du, weißt du, es ist bloß wegen Johnny. Na, spuck's schon aus, sonst geht die Sonne unter. Zu dusselig, ehrlich. Also gut, ich wollte nur sagen, dass wenn Johnny wieder den Traktor fahren könnte, vielleicht, meine ich. Aber nur, wenn es wirklich möchte. Helma, Johnny fährt deinen Traktor jetzt schon seit 6 Monaten. So lange haben wir keinen. Er tut es, weil wir dann unsere Wagen dranhängen können. Und nicht, weil er dein spezieller Freund ist. Eine halbe Stunde noch, Helma. Ja? Gut siehst du aus. Danke, Johnny. Man muss einen Respekt haben vor Kühl. Lissy, du musst was tun. Du bist doch völlig aus dem Training. Das ist das Gewehr von deiner Mutter. Es ist vollkommen in Ordnung. Es gehört dir. Wirklich, es gehört dir. Hier, Lissy. Lissy, weißt du, deine Mutter war die einzige Frau, die ich wirklich geliebt habe.
die einzige Frau, die ich wirklich ernst genommen habe. Aber warum hast du dich denn dann nicht in beide verliebt? Mein Gott. Man kann eben immer nur eine lieben. Ne? Das ist nun mal so. Aber du hättest dich doch auch in meine Mutter verlieben können. Hättest du doch, oder nicht? Wenn sie doch genauso schön gewesen ist wie Carmen. Schon, ja. Schön war sie auch, deine Mutter. Alle Männer liefen hinterher her, so schön war sie. Dann bist du auch hinterher hergelaufen. Ah, das kann man wohl sagen. Aber wie können alle Männer hinter Carmen her gewesen sein, wenn sie schon hinter meiner Mutter her waren? Aber Lissi, das ist doch nur so eine Redensart. Das ist so viel wie deiner Mutter war eine begehrenswerte Frau. Begehrenswert? Das muss sehr schön sein für eine Frau, wenn sie begehrenswert ist. Johnny. Hm? Ja. Wenn du sie wirklich begehrt hättest, dann würdest du heute mein Vater sein. Nein, nein. Mein Vater war ein ganz anderer. Den habe ich gar nicht mehr gekannt. Ja, vielleicht, aber wenn. Aber Capone. Ist doch ein viel besserer Vater für dich, ja? Capone ist gut zu mir, aber deshalb ist er noch lange nicht mein Vater. Wenn jetzt eine gute Fee käme, was würdest du dir dann wünschen? Ich? Einen silbernen See. Einen Silbersee und... Hey, ihr zwei, wenn ihr schon beim Wünschen seid, dann wünscht euch doch gefälligst das Geld für den Loop. Johnny, hör mit dem Gequatsche auf. Zieh dir dein Kostüm an, wir haben gleich eine Show laufen. Geklirrte Scheiße, Kinderkacke! Papi, ein Küsschen. Du lässt auch nach. Ein Zungenkuss war das nicht. Süße. Ladies and Gentlemen, unsere nächste Nummer ist sensationell. Carmen, die international berühmte Scharfschützin. Und Johnny, der große Häuptling Sitting Bull. Schon. Lahmes Huhn, mach! Schiebung! Die hat der Macker doch selber ausgelassen. Hey, Oma! Halt ihn doch! Siehst du nicht, der Opa wackelt ja schon! Raus hier, ihr Schweine! Macht das
nicht. Abknallen hätte ich sie sollen, diese Scheißtypen. Hey, du Flittchen, hau gefälligst ab. Erstens werde ich hier nicht abhauen, wenn ich nicht meinen Apfel wieder krieg. Und zweitens habe ich mit euch zu reden. Ich habe euch nämlich echt was zu sagen. Ich verstehe kein einziges Wort. Wovon redest du eigentlich? Kapierst du das ehrlich nicht? Es geht um das Prinzip. Einfach immer voll draufhauen. Darum geht's doch bloß. Ist doch letztlich kein Unterschied, was das für ein Laden ist. Das Prinzip ist anmachen. Wenn man die Typen richtig antörnt, dann läuft das. Und wie kommst du drauf, dass du auch nur einen lahmen Hund anmachst? Mit deiner Stripperei? Was für Erfahrungen hast du denn da? Ich kann nur sagen, ich hab sie. Vorläufig mehr private Erfahrungen allerdings. Ich bin allererste Klasse. Hm? Also du bist allererste Klasse. Ja, wieso bist du denn dann hier? Hey, hör zu. Ich kann das nicht leiden. Es war klar, dass ihr mir keine Fragen stellt. Und dafür hau ich euch eine Menge Schwung in euren tristen kleinen Laden. Und wenn du nicht weißt, wo heutzutage das Geld sitzt, dann frag ihn mal. Den da. Wie heißt du? Capone. Capone. Okay, Capone. Also frag ihn mal, auf was die Jungs heute so stehen. Auf was sie geil sind. Und wofür sie was springen lassen. Na los, Capone. Du kannst es ihnen erklären. Siehst du? Das ist der lebende Beweis. Hör zu, Miss. Du lässt meinen Johnny gefälligst raus aus deinem Spielchen. Ich hab kein bisschen Humor, wenn es um ihn geht. Ist das klar? Keine Sorge. Ich vergreife mich nie an fremdem Eigentum. Hoffentlich. So, was sagst du, Capone? Hm? Hör endlich auf damit. Wir sind hier nicht auf der Misswahl. Wenn du hier was werden willst, dann musst du hart arbeiten. Das kann ich. So? Okay. Ich guck mir an, was du kannst. Morgen früh, 9.30 Uhr, pünktlich. Das reicht. Was kannst du dir sparen für das zahlende Publikum? Komm her. Du hast recht. Hast was drauf. Und Capone? Ist das dein Vater? Nein. Aber er liebte meine Mutter. Weißt du, ein bisschen Vater ist das auch. Nein, schau mal, immer nur in einer Richtung. So. So. In eine Richtung. So.
Jedenfalls bin ich jetzt schon bestens informiert. Pretty hat die ganze Nacht geratscht. Sie hat mir von ihrer Tochter in Kanada erzählt. Sie hat stundenlang gequasselt. Und dann hat sie das Thema Carmen durchgekaut. Es ging um Mord und um Totschlag. Ich muss schon sagen, schöne Scheiße. Sie lügt. Sie lügt? Du meinst, es ist ein Weiberklatsch? Es war meine Mutter. Verstehst du? Oh, Kleines. Es tut mir jetzt echt leid, wirklich. Guck mal. Schön so, hm? Ja. Alles ist schön, was man selber macht. Willst du nicht was zu trinken? Hast du denn was? Haben tue ich nichts. Aber kriegen tue ich alles, was ich will. Pretty? Lissy will mir nicht glauben, was du mir von deiner Tochter erzählt hast. Ist alles wahr? Hey, Pretty, sei doch so lieb und komm zu uns raus und lies den Brief noch mal vor. Und bring die Flasche mit. Die von gestern Abend. Pretty ist ganz okay, glaube ich. Johnny, komm rüber zu uns. Kannst was lernen von der Welt. Wie das Leben in Kanada so ist. Du bist ein kleines Aas, wa? Sagen wir ein großes. Was hast du denn? Meine geliebte Mama, gestern ist das Päckchen angekommen. Die Leute von Silo haben es gleich herausgebracht. Hier herrscht noch echte Nachbarschaft. Das Land ist weit und jeder braucht den anderen. Blas drauf, damit sie trocknen. Siehste, jetzt hat er was. Na klar hat er was. Ich kenne mich da aus. Absolut sicher hat er was. Sie meint das doch nicht so, Johnny. Und ob sie das so meint? Flittchen ist sie. Und Flittchen meint das eben so. Die Kleine ist rotzfrech, aber sie hat was an sich. Ein Flittchen ist sie. Siehst du doch auch, ein ausgekochtes Flittchen. Striptease. So weit sind wir doch noch nicht, dass wir so eine brauchen. Naja, aber wenn sie richtig gut ist und wenn eine Menge Leute kommen und die Kasse mal endlich wieder voll ist. Johnny, dann kommen wir endlich raus aus der Scheiße, in der wir stecken. Raus aus dem Dreck, die ist Dreck. Der letzte Dreck ist die. Ah, für die Hochzeit soll es sein. Wenn die junge Frau das mal gleich gesagt hätte. Ist es ein netter Mann? Der Mann ihrer Wahl? Ja, ein bisschen altmodisch ist er, aber nett, sehr nett. Ah ja, das kann ich mir vorstellen. Denn wenn er einer von diesen neumodischen Männern wäre, dann wäre es ja überflüssig für die Braut, sich extra schön zu machen. Genau. Wie finden Sie denn sowas? Ich denke, etwas Zweiteiliges wäre besser. Ja, aber weiß ich schon recht. Sie müssen die Schwiegermutter sein. Und woher wissen Sie das? Sowas sehe ich gleich. Die Mutter weiß noch immer am besten, was ihrem Sohn schmeckt. Wissen Sie, so ein Mann, der heiratet nur eine Frau. Aber in seinem Kopf, da hat er Hunderte. Und aus diesem Grund muss die eine ausschauen wie alle zusammen an ihrem Hochzeitstag. Das haben Sie aber schön gesagt. We'll be right back.
drifts far too long. But these are the mine in that night. Jetzt eine künstlerische Nummer von einem Mädchen. Entschuldige, Lisa. Irgend so ein altes Ferkel hat mir meinen BH geklaut. Und es ist kalt heute Nacht. Leider friere ich so leicht obenrum. Also her damit, Opa. Ist nicht wundervoll? Das muss gefeiert werden. Und nun eine künstlerische Darbietung. Das Lied von einem Mädchen, das weit weg ging, um sprechen zu lernen. Aber niemand verstand sie. Einst in Rom war ich noch schuldlos und fromm. In Rom kam alles anders herum. Wenn ich sprach, alle verstanden mich falsch. Und so wurde es mir, was ich gar nicht bin, so dass ich drüber lach. Papa,
Giovanni Gentleman in peace and baby me. Yes, in nomine patris et filii. Amen. Amen. Er ist verliebt in dich. Er ist scharf auf mich. Ist da denn ein Unterschied? Na, weißt du, es ist zumindest nicht dasselbe. Wie ist denn das, wenn ein Mann scharf ist auf eine Frau? Für die Frau, meine ich. Ist noch kein Mann auf dich scharf gewesen? Ich mag Männer nicht, wenn sie so sind, wie Männer eben sind. So wie Johnny jetzt ist. Und dann mag ich sie so sehr nicht, dass sie das wohl auch merken und gar nicht erst zu werden. Scharf. Du bist komisch, weißt du das? Oh ja, ich bin ziemlich komisch. Hast du was dagegen? Im Gegenteil. Ich schätze, ich kann sowieso nur Menschen leiden, die ein bisschen komisch sind, irgendwie. Magst du mich? Sicher mag ich dich. Mag dich auch. Tanja? Ja? Tu ihnen nichts, bitte. Wem soll ich nichts tun? Carmen und Johnny. Sie sind glücklich miteinander. Ja, das glaubst du. Ich glaube das kein bisschen, dass sie glücklich sind. Schon gar nicht miteinander. Sie gehören zusammen. Und sie finden es gut. So wie es ist. Das ist ja das Problem. Die Menschen finden es immer gut, so wie es ist. Assi, was geht es mich an? Du willst Johnny also nicht verführen. Verführen? Kleines. Dein lieber Johnny ist bereits verführt. Er ist so verführt, dass ihm die Eier platzen. Ich will, dass du weggehst. Carmen und Johnny, das sind gute Menschen. Sie sind gut zueinander. Sie sollen nicht schlecht werden. Du hast eine ziemlich hohe Meinung von den beiden, was? Sie sind nun mal meine Eltern. So gut sie es eben können. Ja. Ja, das verstehe ich. Aber Kleines, ich fürchte, eines Tages wirst du eins lernen. Richtig gute Menschen gibt es nicht. Ganz und gar nicht. Es gibt nur welche, die es gerade so schaffen, nicht ganz so schlecht zu sein wie die anderen. Aber morgen werde ich Carmen bitten, dass sie dich feuert. Ich kann dich nicht dran hindern. Aber jetzt geh runter von meinem Bett. Vor der Vertreibung aus dem Paradies wird man ja wohl noch mal drin schlafen dürfen, oder? Darf ich bei dir schlafen in deinem Bett? Was? Ich möchte in deinem Arm liegen. Nur, was ich dabei denke, ist meine Sache. Johnny, sie muss fort von hier. Wer muss fort? Wer? Lissy, wer denn sonst?
Sie ist immer zu besoffen. Sie hat in meiner Show nichts mehr zu suchen. Die Leute lachen sie aus, langweilen sich oder gehen einfach weg. Ich werde mit Pretty darüber reden. Sie hat sowieso nicht genug Leute. Johnny, was meinst du? Soll ich dazu meinen? Sie ist eine richtige Niete geworden. Sie stört den Ablauf vom ganzen Programm. Und dich? Sehr richtig. Sie stört mich beim Geldverdienen. Und Tanja? Was ist mit Tanja? Stört sie dich nicht? Was soll denn das? Was meinst du? Die Kleine bringt uns die Bude auf Vordermann, das siehst du doch. Nein, nur weil du, alter Bock, Riesenstielaugen bekommst, wenn das Mädchen bloß in deiner Nähe ist. Da denkst du, die würde mich stören, ne? Oh, Johnny, jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet. Und jetzt bist du scharf auf einen süßen kleinen Arsch. Und da meinst du, ich stopp die beste Show, die wir je hatten. Was bist du für ein dummer alter Mann, Johnny? Was für ein lieber dummer alter Mann. Ich schlafe in deinem Arm heute Nacht. Ich muss einfach in deinem Arm schlafen, weil ich so glücklich bin. Ach, wir werden wieder eine Menge Geld verdienen. Seit einer halben Ewigkeit das erste Mal. Hab keine Angst vor Tanja, Johnny. Ich werde mit ihr reden, dann lässt sie dich in Ruhe. Mach dir wegen der keine Sorgen. Du hast doch mich. Ich werde dich beschützen. Du merkst das doch auch, Kleines. So geht's einfach nicht mehr. Du sollst mich nicht so nennen. Wie? Kleines. Nenn mich nicht Kleines. Aber ich habe immer Kleines zu dir gesagt. Aber jetzt nicht mehr. Okay. Okay, Lissy. Du verdienst mehr bei Pretty's Autoscooter. Du hast doch auch mitgekriegt, dass wir jetzt ein anderes Publikum haben. Deine Lieder sind nun mal nichts für diese Typen. Das weiß ich schon lange. Carmen. Ich habe genau gewusst, dass du mich verstehst. Du kennst dich eben aus in unserem Gewerbe. Mein Gott, bist ja bei uns groß geworden. Lissy, es ist alles klar. Ich habe das mit Pretty besprochen. Schick sie hier weg, Carmen. Wen? Tanja. Schick Tanja weg. Ich soll Tanja wegschicken? Sie macht gerade ein Vermögen für uns. Ach, du meinst, ich soll sie aus der Show nehmen, damit du bleiben kannst? Oh, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Nein, nicht wegen mir. Wegen dir. Wegen dir und Johnny. Sie wird euch beiden Unheil bringen. Sie bringt Unheil. Dieses Mädchen wird mir endlich meinen Loop bringen. Nennst du das vielleicht Unheil? Johnny und ich werden nur da sitzen und das Publikum wird uns das Geld in den Schoß werfen. Sie bringt Unheil. Carmen, warum hast du sie rausgeschmissen? Wieso gerade jetzt, wo alles besser ist? Sie hat doch immer zu euch gehalten, auch in schlechten Zeiten. Du weißt genau, wie sie es euch beide liebt. Halt du dich aus meinem Geschäft raus! Sie ruiniert mir die ganze Show und ich... Pone, es tut mir leid. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was mit mir ist in letzter Zeit. Alles, was ich im Kopf habe, ist der Loop. Ein schönes Leben. Aber dann denke ich auch, Johnny, er will ganz was anderes. Und du willst, dass er sie kriegt, diese Dinge? Ich meine, die anderen Dinge, Loop und so weiter. Ich liebe ihn. Mia Donna Bellissima, du bist so mutig. Was mutig?
Capone, ich hab Angst. Kleines Hühnchen. Ich bin so traurig, Capone. Mein Hühnchen, 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 Hühnchen. Das Leben ist nun so und mal ist es so. Du musst nicht traurig sein. Das macht mich fröhlich, Capone. Wenn du Hühnchen, Hühnchen zu mir sagst. Mäuse, Mäuse, immer Mäuse. Oh, Tanja, mach mich nicht schwach. Was geht das mich an, dass du hier weg willst? Ich bin doch kein Reisebüro oder sowas. Hör zu, ich habe Pläne und die sollen woanders stattfinden als hier. Und für den Start brauche ich die Mäuse. Wenn du so eilig hast, kannst du ja gehen und deine Mäuse woanders zusammensuchen. Hey, quatsch nicht so einen Schwachsinn. Du weißt genauso gut wie ich, dass das nicht geht. Wir haben unsere Geschäftsbedingungen. Was für Geschäftsbedingungen? Wir haben doch keinen Vertrag miteinander. Merk dir das gefälligst, Miss. Hey, Carmen. Sind wir keine Partner mehr? Wir sind noch nie Partner gewesen. Ich hatte Mitleid mit dir, weil du so hilflos rumgehangen hast. Hör zu, Miss. Wenn du denkst, du kannst dir hier was rausnehmen, nur weil Johnny dir mal auf die Titten geschielt hat, dann irrst du dich aber gewaltig. Was sagst du? Er schielt nur auf meine Titten? Das ist aber sehr elegant ausgedrückt. Johnny ist sauscharf auf mich. Hey, ich spare dir deine Obszönitäten für deinesgleichen. Hörst du, ja? Und Johnny ist wohl kaum die richtige Adresse für deine miesen Sauereien. Miese Sauereien. Johnny? Komm her, Johnny. Wenn alles dicht ist, Johnny, dann wartest du hier auf mich. Thank you.
ist lange weg. Hm? Hast du dich gesorgt? Du musst immer zu mir stehen. Hörst du? Ich bin doch da. Ich bin immer da. Ich bin deine Carmen. Ich will ihn eher gar nicht wegnehmen. Was soll ich denn auch anfangen mit so einem Klotz? Also von mir aus soll sie ihn ruhig für sich behalten bis an ihr seliges Ende. Aber du hast ihn dir genommen. Nein, nicht ihn. Nur ein kleines Stück von ihm. Na gut, ein ziemlich großes, kleines Stück war es dann schon. Aber das wächst wieder nach. Starke Story, ha? Hat sie dir gefallen? Mach nicht solche Witze. Ich mach meine Witze, wie ich will. Findest du das nicht ulkig? Das ist doch wirklich ulkig. Sieh mal, also ich nehme mir ein Stück von Johnny. Und trotzdem hat ihn Carmen wieder komplett zurückgekriegt. Bloß, dass die nichts anfangen kann damit. Ich meine, das ist nicht nur komisch, das ist tragikomisch. Muss Carmen auch nicht wehtun. Ich muss ihr aber wehtun. Nein, das ist nicht wahr, Johnny. Es wird alles genauso sein, wie es vorher war. Nein, es wird nie mehr sein wie vorher, weil ich liebe dich. Was? Ja. Ich liebe dich, ja. Deshalb ist alles ganz anders. Das kommt bestimmt vom Mondschein. Liebe deinen Mund, deine Augen. Deine Hände. Und ich liebe, wie du denkst. Du liebst mich? Soll ich dir mal was sagen, Johnny? Hm? Du bist der erste Mann, der zu mir sagt, ich liebe dich. Findest du das nicht auch ziemlich komisch? Mein halbes Leben lang. Man kann, sicher kann man. Und wer Pech hat, der träumt sogar ein ganzes Leben davon. Ich habe euch gesehen. Euch bald.
Wieso tust du mir das an? Wollte dir doch nichts antun, Karin. John, ich versuch nicht, mir was zu erzählen. Ihr habt euch geküsst. Wie ein Liebespaar. Bitte, das hat doch nichts mit uns zu tun, Karin. Bitte. Du meinst, das hat mit uns nichts zu tun, hm? Dann sage ich dir, wie viel das mit uns zu tun hat. Wenn du nicht aufhörst mit der Hurerei, dann ist Schluss mit uns, Johnny. Hast du gehört? Schluss. I could even pretend. Noch gefehlt. Ach, wieso störe ich etwa? Du störst mich doch laufen. Ich wollte nur sagen, dass ich fahre zu dem neuen Platz, ob ich da vielleicht irgendetwas tun kann für euch. Ach, so hilfsbedürftig sehe ich jetzt schon aus. Sehe ich so aus, als ob ich auf dich angewiesen wäre? Oh, Carmen, mein Gott, so meinte ich das doch gar nicht. Ich wollte doch nur... Warum bist du so aggressiv? Ich bin so, wie ich bin. Und ihr kotzt mich alle an, kapiert? Johnny ist sowieso am Ende. Heimlich. Wohlmöglich noch bei seiner Carmen an der Brust. Im Wohnwagen bei verschlossenen Türen. Dafür werden sie alle beide bezahlen. Dieses ganze verlogene Pack soll dafür bezahlen. Ich glaube, ich verstehe dich. Weißt du, wenn es ein Kerl mit mir machen will, dann soll er ruhig von mir aus mitten da drin unter allen Leuten. Und die Band soll spielen. Aber er soll zu mir stehen. Mach sie fertig. Beide fertig machen. Was? Du sagst das? Mach sie fertig. Weißt du, sie sind's ja schon längst. Aber sie brauchen einen, der es ihnen mal zeigt. Du sollst ihnen zeigen, dass sie fertig sind. In every dream home, a heartache. And every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily, but home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to faucet, in smart town apartment, a cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on? What to do there? Better pray there. Open plan living,
Witz comfort seems so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful. Inflatable doll, my role is to serve you. Disposable darling, can't throw you away now. Immortal and life-size, my breath is inside you. I'll dress you up daily and keep you till death size. Inflatable doll, lover ungrateful. I blew up your body, but you blew my mind. Schon irgendwas. Mach dir keine Sorgen. Meinst du, das reicht, dass ihr das noch einmal macht? Einmal extra für uns? Ach, hau ab, kleine Mann. Lissi könnte eine Menge Geld machen mit der Nummer. Wenn er nicht so blöd wäre. Schon möglich, Simon. Schon möglich. Da, unsere Hure. Du bist entlassen. Hau ab. Klasse. Na voll. Auf der Stelle? Auf der Stelle. Ich bezahle dir noch eine Woche. Raus!
Woche und die nächste. Hast du schon jemanden anderen gefunden? Ich werde wohl ein neues Flittchen finden. Ist das nicht schwer? Ich finde an jeder Ecke eine Hure, die ihren nackten Arsch zeigt. Klar, billige Nutten gibt's genug. Nur die Klasse Flittchen nicht und die Klasse Ärsche auch nicht. Naja, meine Sorge soll's nicht sein. Das ist ja dein Problem. Eigentlich war ich ja gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Ach was, was denn für ein Vorschlag? Einen geschäftlichen Vorschlag. Schön den Strom wieder anstellst. Bist du nun eine Geschäftsfrau oder nicht? Ich muss mit dir reden. Natürlich, Carmen, natürlich. Ich habe die ganze Nacht sowieso nicht geschlafen vor Aufregung. Was? Wovon sprichst du überhaupt? Völlig klar. Der Vertrag läuft über Tanja und du machst die Geschäftsführung. Und das geht mich offiziell gar nichts mehr an. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was redest du da bloß alles? Naja, und der Tanja, hätte ich den Scooter sowieso nicht für 3 Monate gegeben. Was? 3 Monate? Ja, hat Tanja jedenfalls mir gesagt. Wo ist Tanja? Ich will mit ihr reden. Ist sie schon wach? Tanja! Ich bin immer wach.
Carmen, das ist doch ausgemacht, oder? Sag, dass es abgemacht ist, bitte. Ich möchte doch gerne meine Tochter in Kanada besuchen. Na ja, hast du drüber nachgedacht? Okay, Pretty, es ist abgemacht. Sehr clever, wirklich clever. Okay, 50-50. 50-50, aber von allem. Von allem. Und nach den 3 Monaten da, da ziehst du Leine, für immer. Ich zieh Leine, für immer. Und kein einziges Wort zu Johnny über diesen Vertrag. Nein, kein Wort. Du denkst jetzt, du hast gewonnen. Aber wenn hier überhaupt einer gewinnt, dann bin ich's. Hast du sie nicht rausgeschmissen? Gestern wolltest du sie doch noch rausschmeißen. Mein Gott, gestern war gestern und heute ist heute. Ah, und morgen sind wir tot. Morgen fangen wir erst an zu leben. Da werde ich sie eben rausschmeißen. Das kannst du nicht, Johnny. Sie arbeitet nicht mehr für uns. Sie ist selbstständig. Pretty hat ihr den Vertrag für den Scooter gegeben. Wenn hier jemand für jemanden arbeitet, dann ich für sie. Selbstständig ist sie jetzt, wieso? Weißt du, es ist eben eine verkehrte Welt, Johnny. Deine geliebte Kaiserin arbeitet für dein Flittchen. Du wirst immer meine Kaiserin sein. Welche Fantasie. Ich werde auch wieder aufhören zu trinken. Nein, Johnny, trink nur, wenn du willst. Weißt du, dass manche Leute sagen, Trinken reinigt die Seele? Ich werde eine Menge Geld machen mit diesem Scooter. Und davon kaufe ich dir deinen Look. Und? Uns? Ja, ich meine ja uns. Wir werden eine Menge Geld verdienen. Und wir kaufen uns endlich unseren Look. Du tust immer alles an meiner Stelle. Als ob ich noch nicht erwachsen wäre. Du bist doch nicht erwachsen. Du denkst doch immer, dass ich deine Kaiserin wäre. Bald sind wir reich. Dann wird vielleicht alles wieder, wie es früher war. Johnny, eigentlich bin ich gar nicht bei ihr angestellt. Bitte, wenn es das ist, was du willst, ist es eben das, was du willst. Na, neulich am Fluss hast du mich verstanden. Naja, da hat ja auch der Mond geschienen, damals am Fluss. Und du hast mir gesagt, dass du mich liebst und nicht leben kannst ohne mich. Das habe ich verstanden. Dann hast du mir noch erzählt, du träumst von einem Loop, dein Leben lang. Das habe ich auch noch verstanden. Was siehst du? Sehen? Ich sehe nur, dass du geschrumpft bist, Johnny. Dass du ein Schießbudenbesitzer bist und nie etwas anderes sein kannst. Und wenn du dir das Ding da kaufst, bist du ein Loopingbesitzer. Und was bist du sonst? Eine Miete. Na, was ist du, alte Zicke? Ich wollte euch nicht stören. Du kannst uns nicht stören. Wenn ihr gerade Streit habt? Ach, was Streit? Wie komme ich dazu, mich mit dem Schießbudenbesitzer zu streiten? Was gibt's? Carmen schickt mich. Da ist ein Problem mit dem Kerl vom TÜV. Was ist das für ein Kerl? So ein offizieller Mann mit einer Aktentasche. Oh Gott, was hast du? Du bist wohl schwachsinnig. Der muss ihn genehmigen, verstehst du? Den Scooter. Und er soll sie unterschreiben, das Ding, die Lizenz. Aber er will nicht. Na also. Na also. Ich hab doch gewusst, dass du reden kannst. Dann wollen wir mal, Johnny. Dann wollen wir mal der Frau Gattin zur Seite springen. Sonst wird nichts aus eurem Reichtum und euren Scheißträumen. Sieh zu, wie du das hinkriegst. Das war ja wohl deine Idee. Mach ihm das klar. Du weißt ja, ja wohl, wie. Ja, natürlich weiß ich wie. Lass mich. Okay. Mit. Komm. Na, ich habe gehört, Sie sind noch unsicher. Oh, so sehen Sie doch aber gar nicht aus. Sie sehen eher so aus, als ob Sie ganz sicher wären. Bevor ich's vergesse, ich bin Tanja, der künstlerische Direktor von diesem Laden. Ich bin sehr erfreut. Mein Name ist Karl Schneider. Also, Inspektor, was kann ich für Sie tun?
Ich weiß nicht genau, ob ich erlauben darf, was Sie hier machen wollen. Es ist nicht allein wegen der Sicherheitsfrage. Es ist viel eher deswegen, weil Sie das natürliche Sittlichkeitsempfinden Ihrer Kunden verletzen könnten. Ganz ehrlich, irgendwie bin ich regelrecht froh, dass Sie sich dafür interessieren, das natürliche Empfinden unserer Kunden zu beschützen. Kommen Sie mit, Inspektor, ich möchte Ihnen was zeigen. Also, was sehen Sie? Was ich sehe? Sie, Frau Tanja. Völlig richtig. Mich, eine Frau. So, und jetzt umgekehrt. Was sehe ich? Mich. Ganz genau. Sie, ein Mann. Und beide mit natürlichem Empfinden. Didi? Didi, bring dem Herrn Inspektor einen Wagen. Ich mach Sie zu dem Mann, der in Ihnen steckt. Bitte. Oh. Sermone, Musik. Wissen Sie, wenn es um eine Frau geht, sind wenigstens zwei Männer nötig. Ihre Behörde weiß das sicher auch, oder nicht? There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution to teenage revolution. Bestimmt im Sinne Ihrer Behörde. Im Sinne? Ja, ja. Hast du nicht gesehen? Das habe ich toll gedreht. Da war doch meine Lücke und ich irre schnell, wie ich bin, mitten da. Spezialfahrt oder fünf normale, kannst wählen. Na Spezial, was haben Sie denn gedacht? Geht das auch klar, dass sie nachher wieder auf den Füßen ist? Für dich bestimmt, hier. Und jetzt hau ab. Hey,
Hey, Fragen kostet doch nichts, weil nachher, da schmeiß ich die nämlich richtig. Lissy, wieso hast du früher aufgehört? Was heißt früher? Siehst du denn nicht, wie sie aussieht? Nein. Ich sehe bloß, dass ich jetzt ein paar Wochen länger warten muss auf meinen Loop. Du hast zwei Runden ausgelassen. Die werde ich dir abziehen, wenn du das nochmal machst. Jetzt zieh sie dir gefälligst an, bitte. Hier, alles aufgeschlagen. Für die Beine interessiert sich doch keine Sau. Das hier ist kein Job, das ist das Werk des Teufels. Capone, halt dich da raus, ja? Wir hauen ab hier. Komm, Lissy, wir gehen. Na komm schon, komm, komm, komm. Ich werde nicht gehen. Lissy, die werden dich kaputt machen. Hier, komm endlich, komm. Ich bleibe hier. Mit Carmen und Tanya und Johnny. Hast du gehört, Capone? Sie will gar nicht gehen. Wegen Johnny und Tanya. Wenn du unbedingt bleiben willst, dann muss auch ich bleiben. Andiamo, also machen wir weiter. Nein, du kannst gehen. Ich mag keine Menschen, die mir kündigen. Die schmeiß ich nämlich raus. Hau ab, auf der Stelle. Mein Geld werde ich auch ohne dich verdienen. Lissy? Ich bleibe, Carmen. Okay, dann hörst du aber auf zu trinken. Du besorgst jetzt ein paar Knieschoner und dann holst du die ausgelassenen Runden nach. Oder ich brech dir alle Knochen. Hast du verstanden? Na los. In genau 10 Minuten nehmen wir den Betrieb wieder auf. Dann werden wir sehen, wer schließlich siegen wird. Aber Sie können jetzt schon Ihre Chips für diese entscheidende Runde hier kaufen. Wir nehmen den Normalbetrieb wieder auf. Für alle, die die Lust haben, hier mal ganz normal zu stoßen. Oh, pardon, ich meine, zusammen zu stoßen. Ich sag's dir jetzt zum letzten Mal, ich will diese Sauerei hier nicht haben. Du bist ja besoffen, gib her. Los, raus, raus. Guten Tag, der Herr. Spezial oder normal? Oh, du siehst nicht auch pervers? Raus hier! Du bist wirklich sehr schön. Ja? Ich schätze, du hast recht. Soll ich jetzt rausgehen und die geilen Typen fertig machen, Kleines? Du kannst doch sowieso nicht anders. Ich muss dich was fragen. Hast du was dagegen, wenn ich dich Kleines nenne? Aber ich bin dein Kleines. Dich so anstarren, ich kann das nicht aushalten. Nicht so laut, sonst wird Lissy wach. Ich kann es einfach nicht aushalten. Weil ich dich liebe. Weil du der Einzige sein willst, der mich anstarren darf. Und weil du mich für dich allein haben willst. Ja, weil ich dich liebe.
Ein Dreck tust du, wenn du mich fragst. Aber wenn du unbedingt dran glauben willst, ich störe niemanden bei dem, was er für seine Gefühle hält. Komm schon, trink jetzt deinen Kaffee und dann schleich dich wieder zu Carmen. Du willst doch weg von hier. Ja, allerdings will ich hier raus. Ich will irgendwo hin, wo die Menschen nicht so verlogen sind. Wenn es das überhaupt gibt. Ich geh mit. Heimlich, hä? Großartige Idee. Und wozu, bitteschön? Ehrlich. Bitte halt dich gefälligst zurück, Johnny. Ich kann ohne dich nicht leben. Du kannst gar nichts. Das ist der Punkt. Seine Carmen hat er wirklich geliebt. Und er hat seitdem nicht vergessen können, wie er war. Und deswegen kann er sie nicht verlassen und deswegen hat sie Macht über ihn. Und deswegen bedeutest du so viel für ihn. Es ist ganz schön wenig, wenn es reichen soll, um heimlich mit mir abzuhauen. Für ihn ist wenig. Schon genug. Das viele Saufen hat meinen Johnny auch nicht gerade schlanker gemacht. Dabei richtig schlank ist er sowieso nie gewesen. Ich habe immer gefunden, dass er eine gute Figur hat. Was soll das heißen? Weißt du, ich meine, ein Mann sollte doch auch Fleisch auf den Knochen haben. Helma, was verstehst du denn schon von Männerknochen, von Fleisch und so? Ich meine vielleicht... Ist es doch nicht so ein attraktives Kostüm? Ich meine, weißt du, wenn ihr das unbedingt wollt, die Superman-Sache. Wenn er vielleicht als Graf von Monte Cristo oder sowas. Das wäre doch vielleicht passender für einen Mann von Johnnys Alter. Helma, das ist doch das Komische. Das ist lustig. Er ist fett und alt und spielt den Superman. Überleg doch, wenn seine Macht der Jungen schlank ist, dann, ja, wo ist denn dann der Witz? Du wirst schon sehen, die Leute werden lachen. All they said to me.
trick. Only 17 slips and more tragedy. Gnädige Frau, ich glaube, mit vollem Recht sagen zu können, ein bedeutender Augenblick ist gekommen. Ein Augenblick, in dem wir vereint, Sie und ich, unseren Weg gehen in medias res. Ein Augenblick, von dem wir vielleicht sagen sollten, es pocht das Schicksal an die Tür. Vielen Dank. Vielleicht auch einen Augenblick, zu dem wir sagen dürfen, verweile doch. Du bist so schön. Er ist immer so gnädigst, ein wirklicher Kavalier. Nun, wie auch immer, gnädige Frau, ich möchte doch meinen, ein bedeutungsvoller Moment, wenn Sie die Güte hätten, zu unterzeichnen. Ab jetzt gehört er mir. Ja. Cheer. Cheer. Es sieht so aus, als wüsstest du mehr, als du willst, Kleines. Ja, ja, das ist das Problem. Und du? Was wird denn aus dir? Ich bin morgen nicht mehr da. Und mein Angebot, das steht noch. Und es ist ein Spitzenangebot. Findest du? Klar. Weißt du, Lissy, ich hab es gern, wenn du in meinen Armen schläfst. Das ist doch ein guter Grund, oder nicht? Damals, als sie meine Mutter umgebracht hat, war sie sicher eine große Frau. Eine wunderschöne, mutige, leidenschaftliche Frau. Aber das war doch ein Unglücksfall. Ja. Aber wenn es so eine Art Unglücksfall war, steht da nicht vielleicht eine große, wilde Leidenschaft dahinter? Leidenschaft. Du und deine Leidenschaft. Naja, ich verabschiede mich von Johnny. Und da will ich mal sehen, was der noch so an Leidenschaft zu bieten hat. Was suchst du denn? Sollte eigentlich eine Überraschung werden. Also gut. Ich suche den Fluss. Welchen Fluss? Ich dachte, hier gibt's nur den einen. Einen Fluss? Gibt's hier überhaupt keinen. Hat es auch noch nie einen gegeben. Hier gibt es nur einen Bach. Ein Bach? Kein Fluss? Nur ein Bach? Das ist stark. Lisa, ich verstehe dich nicht. Was meinst du denn? Weißt du, ich meine, wir wollen jetzt zum Bach gehen und sollten den Mond scheinen lassen. Und dann sollst du sagen, dass du mich liebst und ohne mich nicht leben kannst. Und dann? Dann sollten wir miteinander schlafen. Ich weiß nicht. Wir können doch hier so einfach bleiben. Ich verstehe. Du willst bald wieder zurück sein, damit deine Carmen nur ja nichts rauskriegt. Ach was, verstehst gar nichts. Ich will zurück, weil es die letzte Nacht heute ist. Und weil ich es ja morgen sagen will bei der Öffnung vom Lumpenball. Weil du heute noch mal Friede, Freude, Eierkuchen willst, dem ehelichen Heierbettchen. Da kannst du Kräfte sammeln und morgen zum Schlag ausholen, was? Ich erlaube nicht, dass du so sprichst, Tanja. Ich liebe dich und das werde ich Carmen morgen sagen. Aber ich erlaub nicht, dass du so sprichst. Ach, was, das erlaubst du mir nicht.
es ja noch komischer, als ich es mir vorstellte. Und ich habe es mir schon komisch genug vorgestellt. Ich dachte, ich gehe zu dem Fluss mit dir. Aber was ist aus dem Fluss geworden? Eine kleine, dreckige Lache. Alles, was da ist, ist ein Bach. Was hast du denn? Was ich habe, Johnny? Johnny, ich habe was gelernt von dir und Carmen. Was denn? Johnny, ich habe gelernt, wie erbärmlich ein Mensch werden kann, wenn er auf einmal nicht mehr an die Sterne denkt, sondern nur noch daran, wie er dahin kommt. Verstehe dich nicht. Das verstehst du nicht. Johnny, ich glaube, dass er kommt, morgen zur Einweihung. Ja. Capone. Er kommt bestimmt. Schon möglich. Johnny, morgen haben wir unseren großen Tag, nicht? Das ist er. Wir haben lange auf den Tag gewartet. Sehr lang. Und jetzt ist er da. Sie hat uns dabei sehr geholfen. Tanja. Sie hat uns geholfen, den Loop zu kriegen. Das hat sie, ja. Johnny. Johnny, erzähl mir ein Märchen. Ich weiß keins mehr. Also, was ist? Ich habe hier noch was zu tun. Aber du kommst nach. Wer weiß? Wer weiß? Sicher. Okay, Kleines. Einem Ereignis, auf das Sie so lange, lange gewartet haben. Endlich ist nun der Tag gekommen. Und nun übergebe ich diesen Loop an Carmen und Johnny Altrogge. Und ich hoffe, er wird Ihnen den ersehnten Erfolg bringen. Der Loop gehört Ihnen. Frau.
Entschuldigung. Bitte. Oh ja.